Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch den spanischen Schritt vom Negro und wie ihr den eurem Pferd auch beibringen könnt. So wie in den anderen Videos auch, zeige ich euch jetzt erstmal die Lektion. Aber ich denke, ihr kennt die ja alle sehr gut. Weiter. Nein. So, das ist jetzt auch beim Negro noch nicht so perfekt. In den Momenten, wo er halt unten nur so ganz leicht die Hufe hebt und dann nach vorne setzt, das ist nicht der richtige spanische Schritt. Eigentlich müssen die den Fuß komplett nach vorne ausstrecken und dann auf den Boden kommen. Und wenn euer Pferd das nicht macht, wie der Negro jetzt auch, dann belohnt ihr das jetzt auch nicht. Ihr belohnt nur die guten Schritte, damit er weiß, er muss richtig nach oben treten. Und wenn er das nicht macht, dann einfach auf der Seite, wo er das nicht richtig macht, antitschen, genau. Bis er dann halt richtig das Bein hebt und dann könnt ihr das erst belohnen. Bei einem Pferd, das es jetzt noch gar nicht kann, da würdet ihr halt anfangen, das Pferd an die Bande zu stellen. Ich stelle den jetzt hier gerade mal irgendwo an eine Bande. Einen Moment. So, dann stellt ihr euer Pferd genau so parallel gegen die Bande. Dann habt ihr einfach von der Bande noch so ein bisschen Sicherheit und die stützt das Pferd auch noch ein bisschen, damit er sich natürlich auch nicht wegdrehen kann und nicht einfach der Übung entzieht. So kann er nur nach vorne oder nach hinten und das könnt ihr ja ganz einfach dann unterbinden. Dann fangt ihr an, das Bein anzutuschieren. Ihr könnt euch natürlich selber, das war jetzt wieder nicht richtig, deswegen machen wir es nochmal. Ja. Dann tuschiert ihr so lange das Bein an, bis euer Pferd nur annähernd den Huf hebt. Wenn er auch nur so macht, dann lobt ihr das schon am Anfang. Müsst ihr schon auch so Schritte loben, damit das Pferd weiß, okay, wenn ich das Bein hebe, dann kriege ich ein Leckerli. Und dann könnt ihr das verfeinern und dann muss er immer mehr sein Bein heben und immer mehr. Und erst dann wird er gelobt. Und wenn ihr sagt, der macht jetzt aber schon seit einer Woche nur den hier, dann fangt ihr nicht mehr, also dann bitte nicht mehr loben, weil dann ist es schon ein bisschen zu lange, dass er das nur so macht. Dann fangt ihr an, immer energischer zu werden. Ja, noch ein bisschen zu schnalzen, damit das Pferd auch weiß, hier, jetzt heißt es auch mal arbeiten. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen mehr was machen, als nur mein Bein hier so ein bisschen über der Erde zu heben. Wichtig ist, wenn ihr den spanischen Schritt übt, dass ihr anfangt, das Bein zu touchieren und immer ein, zwei Schritte nach vorne zu gehen. Der Negro hat auch das Problem, der kommt einfach nicht mit den Hinterbeinen her. Deswegen mache ich auch im Moment die Übungen auch von oben, weil er kann auch den spanischen Schritt von oben. Einmal spanischen Schritt und er muss richtig nach vorne treten und auch nach vorne gehen, damit er den nächsten Schritt wieder nach vorne treten kann. Das heißt der Schritt, also auch nach vorne treten. Man könnte es vielleicht einfach so machen, dass ihr die eine Seite touchiert und einen Schritt nach vorne. Einfach gar nicht erstmal das andere Bein, sondern wirklich nur mit einem, sehr gut, wirklich nur mit einem Bein. Habt ihr gesehen, wann touchiere ich immer? Wenn das Bein, mit dem er den spanischen Schritt machen soll, wenn das nach hinten steht. Weil nur in dem Moment tritt er ja mit dem Bein nach vorne. Wenn ihr das Bein touchiert, das bringt ja nichts. Der kann ja nicht nach vorne gehen, während das andere Bein noch hinten ist. Ja? Also bringt ihm das erstmal auf einer Seite bei und macht dann immer touchieren, wenn er nach vorne gegangen ist und das Bein steht nach hinten, touchieren und er kann es nach vorne setzen. Weitergehen, das andere Bein läuft normal. Ich lasse ihn jetzt einfach so stehen. Ja, genau. Also, und dann kann er mit dem mal wieder den spanischen Schritt nach vorne machen. So, und das andere Bein, das lernt ihr ja ganz einfach dann auch wieder durch Touchieren und auch erstmal in kleinen Schritten. Ich würde euch auch empfehlen, dass ihr beide Beine zusammen lernt. Also, dass ihr erst guckt, dass er auf der anderen Seite tritt. Okay, dann fangt ihr mit der anderen Seite an. Und dann könnt ihr das halt immer hochsteigern, dass er auf beiden Seiten höher treten soll. Weil, wenn ihr das auf einer Seite macht, dann ist es auch ein bisschen blöd. Dann tritt er mit einer Seite, weil ihr das super gelernt habt, schon total nach oben. Und die andere Seite, da kommt er gar nicht hinterher. Dann fangt ihr an, wie ich es euch erklärt habe, diesmal nur bei dem anderen Bein touchieren. Nein. Genau, und nach vorne treten. Schritt gehen, gar nicht dann direkt das andere Bein touchieren, sondern am Anfang immer erst das eine Bein, weitergehen. Und dann könnt ihr ja gucken, dass dann beim nächsten Mal das andere Bein hinten steht und touchiert wird. Negro. So. Und weitergehen. So, jetzt beim nächsten Mal touchiere ich wieder das andere Bein und er muss damit nach vorne treten. Und wenn das Pferd dann, hier die Halle findet er immer ein bisschen gruselig, deswegen guckt er so viel nach außen. Heute haben wir auch ziemlich viel Wind, deswegen bewegen sich die Bäume sehr viel draußen und der Negro hat sowieso Angst vor Wind, deswegen, ne? Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen in Ruhe an. Ja. Alles gut? Ja?
damit. Ja, sehr gut. Feiner, siehst du? Ist gut. Du kleines 600 Kilo Vieh, hm? Angst vor Wind. Ja, ja. Oh. So, und wenn euer Pferd dann ein bisschen fortgeschritten ist, das habe ich auch jetzt mit dem Negro ein bisschen mehr geübt, ist dann halt Bein antuschieren, nach vorne gehen, Bein antuschieren, nach vorne gehen. Sehr gut. Nein. Nochmal. Ja, super. Ne? Also er macht es jetzt auch noch nicht optimal. Er müsste eigentlich auch noch weiter nach vorne strecken. Aber wir sind im Moment sehr gut eigentlich am Trainieren und am Anfang konnte der gar nicht nach vorne gehen. Ne, das war immer sehr schwer für dich. Und wenn ihr von oben drauf sitzt, dann fangt ihr halt wirklich immer an, ihm die Hand, wo er mit dem Bein nach vorne gehen soll, so ein bisschen nach oben, ein bisschen nach vorne zu geben, damit er weiß, okay, die Seite ist dran, danach wieder die Seite ist dran. Also immer so ein bisschen ihn unterstützen halt auch von oben. Irgendwann werden die Hilfen weicher, weil er versteht, was er machen soll. Und dann habt ihr nur noch so ganz kleine Bewegungen und müsst ihn nur noch so ein bisschen touchieren dann mit der Gerte. Ne? Alles nach und nach. Ihr braucht sehr viel Geduld, auch für diese Übung. Es ist nicht nur Geduld beim Ablegen oder beim Kompliment, sondern auch bei so, ich nenne es jetzt mal Dominanzübungen, braucht ihr Geduld. Ne? Beim Hengst geht es auch nochmal schneller als bei einer Stute, weil die Übung ist natürlich vom Hengstverhalten abgeleitet. Wenn dieses Imponiergehabe vom Hengst, dieses, wenn er eine Stute sieht, dann macht er sich so groß und dann fängt er an zu piaffieren. Aber auch der spanische Schritt ist so ein bisschen Imponiergehabe. Deswegen, Negro wurde sehr spät gelegt. Oh, das war wieder der Wind. Das wisst ihr ja und deswegen fällt ihm das natürlich überhaupt nicht schwer. Der ist sowieso so ein kleiner, der imponiert sowieso gerne jetzt noch den Stuten. Ja. Ne? Sehr gut, nochmal. Hau. Hau. Ja, fein. Sehr gut. Kleine Zwischensequenz hier. Das gehört jetzt zwar nicht zum spanischen Schritt, aber ich mache mit ihm halt zwischendurch auch nochmal ganz andere Übungen, weil das ist für ein Pferd total langweilig und dann verliert er auch die Lust daran. Wenn ihr eine halbe Stunde nur spanischen Schritt übt und das denkt sich, oh nee, jetzt hör doch mal auf damit, ich stehe die ganze Zeit nur an der Wande und muss dann meine Füße heben. Deswegen auch einfach mal was Spielerisches machen, damit das halt auf andere Gedanken kommt und merkt, okay, ich muss mich wirklich auf die Person konzentrieren, damit ich das richtig mache. Weil es ist nicht immer nur eine Sache, wo ich weiß, was ich machen muss, sondern ich muss wirklich bei der Sache bleiben. Ne? Ja, ne? Das, was ich euch gerade gezeigt habe, das war das Herholen. Er weiß, wenn ich vor ihm stehe und mit der Gerte auf den Boden klopfe, dann hat er zu mir zu kommen. Und das kann ich euch auch gerne noch mal in einem Video zeigen, wenn ihr möchtet. Schreibt es auch einfach mal in die Kommentare. So, eigentlich mit dem spanischen Schritt war es das jetzt auch. Was ich euch aber gerne noch zeigen würde, ich habe so aus einer Spielerei heraus halt mit dem Negro so ein bisschen Quatsch gemacht. Und dann haben wir noch was ganz Cooles gelernt eigentlich. Und so haben wir vor unserem Stall hinten eine Aufsteighilfe. Und das ist halt so ein abgesägter Baumstamm. Und dann habe ich mir so gedacht, aus dem spanischen Schritt kann man doch eigentlich ganz gut so herausleiten, wenn ich den da vorstelle und den spanischen Schritt machen lasse, dass er sein Bein da drauf stellt. Gemacht, getan. Und ich habe das dann so oft gemacht, bis ich dann auch das andere Bein touchiert habe. Und mittlerweile kann er sogar mit beiden Vorderbeinen auf dem Klotz wie so ein Zirkuspferdchen stehen. Ich blende euch das aber jetzt einfach noch mal kurz ein, weil ich kann das heute nicht drehen. Ich muss es mal an einem anderen Tag drehen. Ich habe gesagt, es ist sehr windig und es wäre einfach viel zu gefährlich, jetzt den Negro da drauf zu stellen. Hinterher bekommt der Angst, Panik da drauf und bricht sich noch ein Bein oder so. Oh. Komm, Negro. Komm. Sehr gut. Feiner. Und runter. Komm. Und runter. Nein, runter. Super. Ihr könnt euch auch gerne sowas vors Pferd stellen, so ein Podest oder irgendetwas anderes. Es muss auf jeden Fall stabil und groß genug sein.
Und dann könnt ihr das so machen, dass euer Pferd den spanischen Schritt da drauf macht. Ihr müsst ihn gar nicht da drauf stellen, sondern einfach nur, dass er zum Beispiel bei einem Bein einfach mal das Bein da oben drauf ablegt. So könnt ihr natürlich auch erreichen, dass der mit dem spanischen Schritt richtig gut nach oben tritt und das nicht nur so unten her macht. Und dann holt ihr den da wieder runter mit dem einen Bein und dann stellt ihr das andere Bein da drauf, damit er damit auch lernt, das Bein richtig auszustrecken. In einem Video hatte ich auch einen Kommentar, da hat mich jemand gefragt, ob ich denn nicht mal meinen Spin von innen zeigen könnte und so ein bisschen zeige, was da drin ist. Und natürlich beantworte ich so Kommentare auch gerne und setze das dann auch gerne in die Tat um. Deswegen jetzt so in den nächsten Videos, ich weiß zwar noch nicht ganz genau wann, ich muss natürlich auch immer gucken, wie es vom Film immer am besten passt, dass ich ein Video mache, wo ich euch den Inhalt zeige, den Spin allgemein. Und ja, wenn ihr sonst noch Wünsche habt, was ich euch zeigen soll oder was ihr gerne sehen würdet oder einfach nochmal irgendeine Lektion vom Neko gerne intensiver sehen möchtet oder nochmal ein paar Tipps dazu braucht, schreibt das doch gerne drunter. Und ja, dann war es das jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hiermit. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.